Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Eröffnung unserer Pressekonferenz zum Start unseres Projekts LED-Bühne hier in diesem beeindruckenden Studio 9 der Bavaria Studios, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Vielen Dank dafür schon mal. Damit Sie nicht überrascht sind, das ist natürlich noch nicht die komplette LED-Bühne. Das Projekt wird erst gestartet. Wir haben Ihnen nur quasi einen Ausschnitt schon mal mitgebracht, damit Sie einen Eindruck kriegen. Bitte schön, Ministerin Gerlach. Ja, ich habe für den großen Bildschirm den kleinen Bildschirm mitgenommen. Der reicht mir aber heute in der Größe. Sehr geehrter Herr Dr. Frankenstein, sehr geehrter Herr Dr. Steurer, sehr geehrter Herr Trojanski, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen für ein sehr wichtiges Projekt, an dem wir schon etwas vorgearbeitet haben und was jetzt wirklich für die nächsten Monate Verwirklichung finden soll. Wir haben ja im letzten Jahr alle zusammen, wie ich finde, virtuelle Realitäten mehr oder weniger freiwillig erlebt, im Privaten, aber auch im Beruflichen, wenn ich nur an alle Videokonferenzen erinnere, die wir da so erleben durften. Bei einigen Sprechern waren es hochprofessionelle Hintergründe, sei es beruflich, das Unternehmensbild hintendran. Manche Spaßvögel waren vielleicht eher auf einer Insel unterwegs oder im Weltraum sogar. Also es gab da ganz verschiedene Sachen, manche saßen im Wohnzimmer. Das ist aber natürlich nichts im Vergleich dazu, was die Hightech-Möglichkeiten, die Hightech-Welten bzw. die Mixed-Reality-Welten uns bieten können und für Möglichkeiten für uns parat haben, vor allem für die heutige und für die moderne Filmproduktion, wo sie eingesetzt werden können. Und gerade hier in den Bavaria Studios sind in den letzten Jahren ja ganz großartige Filme entstanden von den Traumwelten der unendlichen Geschichte zum Beispiel, bin ich ein großer Fan, bis zur ganz aktuellen Verfilmung von Mozarts Zauberflöte, die ja gerade derzeit entsteht. Also technische Möglichkeiten werden eingesetzt, die werden aber immer ausgefeilter, sie werden immer technisch versierter auch und damit steigt natürlich auch international der Druck der Branche, produktionstechnisch wirklich auf dem höchsten Stand zu sein und ein Niveau anzubieten, was sich international auch sehen lassen kann, dass man vorne mit dabei ist. Mit dem heutigen Projektstart für unser neues LED-Studio hier in den Bavaria Studios kann ich sagen, dass es uns wichtig ist und dass wir versuchen, dass Bayern weiterhin der führende Standort wird, ist für die Film- und für die Medienbranche. Warum sind neue Technologien da so wichtig? Wir können zwar mit den bisherigen Techniken schon extrem hochwertige Film- und TV-Produktionen ja schon machen. Allerdings ist es meistens verbunden mit einer doch sehr aufwendigen Post-Production, die immer wieder Eingang finden muss, die dann auch immer wieder nachträglich und aufwendig erfolgen muss. Wenn also zum Beispiel bei Aufnahmen mit einem Greenscreen-Hintergrund per Computer nachträglich die virtuellen Welten nachträglich eingetragen werden müssen, nachträglich bearbeitet werden müssen. Das heißt, der Schauspieler, die Schauspielerin weiß am Anfang gar nicht so genau, sich darauf einzustellen. Sie sieht gar nicht genau, worauf sie reagieren muss. Es ist viel schwieriger, als wenn man das natürlich live vor Ort hat und das besser einschätzen kann. Und der große Vorteil dieser LED-Bühnen-Technik ist ja, dass die künstliche Welt quasi ja, in Echtzeit man direkt hier im Studio hat. Also die Schauspieler sehen die Hintergründe, sie können sofort darauf reagieren. Sie werden vom Licht zum Beispiel unmittelbar angeleuchtet und können es besser einschätzen. Und das macht diese LED-Technologie natürlich unglaublich flexibel für alle möglichen Produktionen. Und wie das aussieht, das können Sie sich heute schon bei internationalen Produktionen zum Beispiel ansehen, wie bei der Star Wars-Serie The Mandalorian, die mit dieser neuen, mit den virtuellen LED-Bühnen ja schon arbeiten und das Ganze schon auf den Weg bringen. Und diese Technik wollen wir hier natürlich auch in Bayern haben, wollen wir voranbringen. Das Ganze klingt jetzt einfacher, als es ist. Also man hat so das Gefühl, man stellt halt einfach eine LED-Wand auf und gut ist. Ganz so ist es leider nicht. Um die Hintergründe, um die Aufnahme richtig zu koordinieren, müssen im Hintergrund immens viele, ja teilweise hochkomplexe, hochkomplizierte Rechenleistungen ablaufen. Da braucht man natürlich auch ein spezielles Know-how, was da notwendig ist, damit die Produktionen auch gelingen. Und das ist eben noch nicht State of the Art. Das ist vor allem nicht trivial. Das muss jetzt eine Entwicklung finden. Und wir wollen deshalb nicht einfach nur die Technik irgendwie anschaffen, die es schon gibt und hinstellen, sondern hier in Bayern soll diese neue LED-Bühnentechnik ja, weiterentwickelt werden im Laufe der Zeit. Und deshalb freut es mich, dass wir
neben den Bavaria Studios mit der Firma Ari und mit den Island Studios zwei wirklich hochkompetente, vor allem sehr erfahrene Partner damit an Bord haben. Sie werden das Projekt mit dem neu gegründeten Konsortium Barbie Pro in den nächsten 2 Jahren vorantreiben, auf den Weg bringen, und das Bayerische Staatsministerium für Digitales unterstützt das Projekt mit insgesamt 2,7 Millionen Euro, also der Hälfte der geplanten Gesamtkosten. Das sichert uns natürlich hier auch Arbeitsplätze in der Region, und Bayern kann sich auch weiterhin, und das ist besonders wichtig, auch als Branchenführer, als innovativer Taktgeber in dieser Zukunftsbranche positionieren. Denn bei uns in Bayern werden ja nicht nur Science-Fiction-Filme gedreht, bei uns wird wirklich Filmzukunft produziert. Und ich wünsche den Projektpartnern vor allem jedenfalls sehr viel Glück, sehr viel Erfolg mit den neuen Möglichkeiten der Produktion, und wünsche uns dann vor allem sehr viel Spaß dabei, wie die Ergebnisse aussehen, die wir dann spätestens im Kino und anderweitig erleben und genießen dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann darf ich als nächstes Dr. Christian Frankenstein, CEO von Bavaria Film, bekommen. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin Gerlach, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im Namen von Frau Ostermeier, meiner Kollegin als Geschäftsführerin der Bavaria Film, möchte ich Sie alle ganz herzlich hier heute begrüßen. Es ist ja so ein bisschen paradox, ich freue mich aber darüber, dass es gelingt, dass wir heute uns hier physisch in Präsenz sehen, um ein wirklich modernes virtuelles Projekt vorzustellen. Ich freue mich sehr, dass die Kollegen von ARI, Herr Zeiler, Herr Dr. Neuhäuser und Herr Dr. Steurer, der Motor dieses Projektes auf ARI-Seite, hier heute sind. Und ich begrüße auch die Kollegin Frau Stalf von Island Studios. ARI, Bavaria Studios und auch Island, die Muttergesellschaft Scanline, sind seit vielen Jahren hier auf dem Gelände hervorragende Geschäftspartner, und wir alle kennen uns sehr gut. Umso wichtiger ist es, dass es uns gelungen ist, mit diesem Projekt einen neuen, einen modernen Weg einzuschlagen. Und wie Sie sich vorstellen können, ist das heute hier der Kickoff eines Projektes. Aber diesem Kickoff gehen monatelange intensive Arbeiten voraus. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei all denjenigen, die sich intensiv die letzten Wochen und Monate mit diesem Projekt beschäftigt haben, zu danken, denn das war schon eine Menge Arbeit. Es liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor uns, und wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Projekt genau ins Schwarze treffen werden. Wir erleben gerade eine Renaissance der Studionutzung. Viele Jahre, man kann sogar sagen Jahrzehnte, war die Studionutzung in Deutschland nicht gerade auf einem hohen Niveau. Wir haben die letzten 2 Jahre, das fing schon vor Corona an, aber hat durch Corona noch einen besonderen Push erlebt, eine sehr hohe Studioauslastung. Und natürlich durch Corona inspiriert auch einen enormen technologischen Wandel, einen Digital Push, würde man auf Englisch sagen. Und insofern ist dieses Projekt, das Mixed Reality Studio, hier am Standort Geiselgersdijk genau zum richtigen Zeitpunkt aufgesetzt. Sie liegen, liebe Frau Gerlach, vom Timing her mit der Förderung ganz sicher, ganz richtig. Wir wollen uns aber heute schon sehr herzlich bei Ihnen, beim Freistaat Bayern, bei der ganzen Staatsregierung für diese Unterstützung bedanken. Und wir sind alle Projektpartner sehr davon überzeugt, dass Sie keinen Euro sozusagen bedauern werden, sondern im Nachhinein sehr froh sind, dass Sie dieses Projekt federführend unterstützen. Ich freue mich, und da bin ich auch schon am Ende meiner kleinen Ansprache, über ein weiteres Mitglied in diesem Projekt. Wie Sie vielleicht wissen, Michael Bulli-Herbig ist seit vielen Jahren hier mit seiner Firma auf dem Gelände ansässig und verfolgt natürlich die technologische Entwicklung der Filmproduktion ganz intensiv. Ich habe im Vorwege der heutigen Veranstaltung mit ihm telefoniert, und er ist hellauf begeistert. Und ich freue mich sehr, heute Michael Bulli-Herbig hier zitieren zu dürfen. Quote: Spätestens seit der Star Wars-Serie The Mandalorian muss jedem Filmemacher klar geworden sein, wo die Reise hingeht. Diese faszinierende,
LED-Bühnentechnologie, auch Volume genannt, ist für mich, also Bulli Herbig, die größte Entwicklung seit der Greenscreen. Schwer vorstellbar, dass sich diese inspirierende Technik nicht durchsetzen wird. Ich freue mich riesig, dass hier auf dem Bavaria-Filmgelände dieses Pilotprojekt ins Leben gerufen wird und ich kann es kaum erwarten, mich darin kreativ austoben zu dürfen. Besser und präziser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Wir werden uns sozusagen diese Worte von Bulli Herbig zu Herzen nehmen und gehen damit sehr motiviert auf die Reise. Ich freue mich auf die heutige Veranstaltung, Herrn Dr. Steurer, der das Projekt technologisch vorstellen wird, und danke allen, dass Sie heute wirklich hier zu dieser kleinen Präsenzveranstaltung zu den Bavaria Studios gekommen sind. Dankeschön. Damit gebe ich ab an Dr. Johannes Steurer von ARRI, der jetzt uns präsentieren wird, was genau da eigentlich mit diesem Projekt kommen wird. Ja, grüß Gott zusammen. Es freut mich sehr, Ihnen das vorstellen zu dürfen, Frau Ministerin, liebe Partner, liebe Presse. Wir haben in diesem Projekt, ich fange vielleicht so an, ich als Projektverantwortlicher von ARRI habe eben das Vergnügen, Ihnen die Technologie hier vorstellen zu dürfen und Ihnen Einblick in die Grundprinzipien dieser, wie wir es nennen, Mixed Reality Production geben zu dürfen. Digitalisierung und Virtualisierung, wir haben es von der Frau Ministerin, von Herrn Frankenstein gehört, steht im Vordergrund der Filmproduktion heute. Einer unserer Projektpartner, der Herr Trojanski, kann leider nicht vor Ort sein, weil er in Los Angeles stationiert ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schalten ihn jetzt mal per Videokonferenz dazu. Keine Angst, wir machen jetzt keine virtuelle Produktion, wenn wir schon eine LED-Wand da haben, sondern, wie wir das aus den Corona-Zeiten kennen, einfach mal eine kurze Videokonferenz. Deswegen rufen wir jetzt mal kurz Los Angeles an und sprechen mit Stefan Trojanski, dem Geschäftsführer von iLine Studios. Morgens. Ja, morgens, ja. Na, ich hoffe, er ist noch wach. And? Ja, hallo Stefan. Begrüße dich hier aus dem Studio 9 bei der Bavaria in München. Wir haben ja heute den Pressetermin mit der Frau Ministerin Gerlach, Digitalministerium und jeder Menge Pressevertreter. Hallo, viele Grüße nach München. Stefan, ich bin jetzt überrascht, wo bist du denn? Ich dachte, es ist bereits später Abend in Los Angeles und du genießt gerade dein Feierabendbier. Naja, zum Bier habe ich es noch nicht geschafft, weil ich noch so in einer Geheimmission nach Australien musste. Ich bin da jetzt gerade im Outback, aber das ist ganz geheim, kann ich nicht drüber reden. Da bin ich jetzt aber baff. Erlaubst du mir dennoch eine Nachfrage? Hat das irgendwas mit LED-Technik und mit Virtualisierung zu tun? Also, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemerkt habt, dann ist es ganz gut, denn in Wirklichkeit stehe ich eigentlich hier in unserem LED-Studio, wo wir neue Technologien testen. Anstelle sozusagen in einer Location wirklich zu gehen, bringen wir die Location hier in das Stage. Wenn wir hier mit der Kamera ein bisschen weiter nach hinten gehen, dann kann man sehen, dass da die LED-Wand aufhört und wir einfach uns hier in so einem digitalen Studio befinden. Und da gibt es aber natürlich noch eine ganze Menge zu tun, weil viele Komponenten, Farben und Techniken zusammenarbeiten müssen. Und da wollte ich mich doch mal wirklich hier bedanken beim Staatsministerium für Digitales, dass ihr uns so unterstützt, zusammen mit ARRI, damit wir hier wirklich die weltbeste Technik zusammen entwickeln können und wirklich Film schaffen, verändern können mit neuen digitalen Techniken. Ja, und natürlich auch mit der Bavaria, die nicht zu vergessen. Vielen Dank an dich, Stefan. Im iLine-Studio schöne Grüße nach Los Angeles und dann hoffentlich jetzt vielleicht doch noch einen schönen Abend. Schöne Grüße nach Deutschland und München. Okay, auch von mir. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Schöne Grüße nach Deutschland und München von mir auch und habt viel Spaß bitte bei eurer Veranstaltung. Ja, danke schön, schönen Abend. Cut. Naja, Sie haben es vielleicht gemerkt, wir haben das Interview vorher aufgezeichnet. Aber das Beispiel macht natürlich deutlich, wie Digitalisierung und Virtualisierung mittels LED-Wänden die Filmproduktion verändern kann. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt das Prinzip der Mixed Reality Production erklären.
Ein Teil der Szene ist im Studio aufgebaut. Wir haben hier jetzt einen sehr minimalistischen Aufbau. Außer dem Rednerpult und einem Akteur ist nicht viel auf der Bühne. Aber wir haben natürlich auch Licht. Wir haben eine Kamera hier. Also ein Teil der Szene ist real aufgebaut. Die tieferen Bereiche in der Szene, die werden auf der LED-Wand zugespielt, so wie jetzt hier zu sehen. Die Kamera, ich habe sie gerade schon erwähnt, nimmt jetzt die Kombination von Vordergrund und Hintergrund auf. Das Besondere dabei ist, dass damit, wenn der Hintergrund also die richtige Location darstellt, dass damit bereits in der Kamera das fertige Bild aufgezeichnet ist, im Idealfall so, wie man es später senden kann. Sie sehen übrigens auf dem Bildschirm hier auf der linken Seite das Bild, das die Kamera aufnimmt. In dem Fall natürlich sieht die Kamera auch über die LED-Wand hinaus, weil die sehr klein ist. Das heißt, so würden wir es natürlich nicht senden können. Wir brauchen also keinen Greenscreen, das ist heute ja auch schon mehrfach erwähnt worden, und daher auch keine langen Nachbearbeitungszeiten in der Visual Effects. Der Regisseur, die SchauspielerInnen und die Kamerafrau schätzen dieses Setup. Die SchauspielerInnen haben eine bildliche Vorstellung von der Spielszene. Frau Ministerin, Sie haben es ja auch gerade schon erwähnt. Man schaut zum Beispiel dem digitalen Ungeheuer vielleicht direkt in die Augen und muss nicht nachträglich irgendwie korrigieren, weil der Schauspieler in die falsche Richtung geschaut hat. Die Kamerafrau und der Regisseur sehen das Ergebnis gleich, nachdem es gedreht worden ist, und müssen nicht monatelang darauf warten, dass sie dann irgendwann in der Postproduktion das Ergebnis sehen und dann oft sagen, ach, das ist eigentlich gar nicht mehr mein Film. Das setzt kreatives Potenzial am Set frei und beschleunigt die Arbeit. Man spart sich Reisen zu entfernten Drehorten. Sie können sich vorstellen, wenn man eine Crew mit 100 Leuten um die halbe Welt fliegen muss, das kostet, das dauert, das ist natürlich auch für unseren CO2-Print nicht wirklich vorteilhaft. Das heißt, das kann man sich alles sparen. Und was natürlich auch dazu kommt, man ist frei, was die Wetterbedingungen betrifft. Also wenn es regnet und man gerade eine Sonnenszene drehen möchte, muss man nicht warten, bis die Wetterbedingungen sich wieder verbessern. Man kann aber zum Beispiel auch einen ganzen Tag lang eine Sonnenuntergangsszene drehen, weil die Best Hour ist so lange, wie man sie auf der Leinwand haben möchte. Das ist aber auch mit erheblichem Aufwand verbunden. Die LED-Wand, die hier jetzt nur 5 x 2,5 Meter groß ist, die hat später vielleicht einen Durchmesser von 20 Metern und ist 6 Meter hoch. Gegebenenfalls wird man auch eine LED-Decke einbauen, einen LED-Boden, so wie wir das hier sehen. Vielleicht erkennen Sie es, aber typischerweise erkennt man das nicht besonders gut, dass er auch auf einem LED-Boden steht. Die 3D-Szene muss generiert werden. Die wird entweder als Computergrafik generiert oder, wie in dem Fall, als ein 3D-Scan. Also jemand ist in den australischen Outback gegangen und hat diese Szene mit LiDAR oder mit anderen 3D-Techniken aufgenommen. Dann muss das Bild auf die Leinwand gebracht werden, wie man es hier jetzt auch sieht. Wir brauchen einen realen Setbau, ich habe es vorhin schon erwähnt, mit Requisiten, SchauspielerInnen, Kamera, Licht, übrigens Kamera und Licht, in dem Fall auch bayerische Produkte. Und dann muss das reale Set und der virtuelle Hintergrund bildlich verbunden werden. Das ist jetzt schwer zu erklären, aber Sie können sich vorstellen, wenn wir hier einfach eine Fototapete haben und vor dieser Fototapete spielen, jetzt stellen Sie sich vor, die Kamera bewegt sich vor dieser Fototapete, dann sieht sie ja den Hintergrund immer aus der gleichen eingefrorenen Perspektive, wie wir es jetzt dargestellt haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass hier ein Fenster ist, mit dem wir in diesen Raum hineinschauen, dann wird sich die Blickperspektive, die Parallaxe verändern, wenn ich mich daran vorbei bewege. Dann werden die Bäume, so wie sie hintereinander stehen, sich ein bisschen verschieben zueinander. Der Stefan Trojanski wird unter einer anderen Perspektive erscheinen. Und um das zu erreichen, muss man jetzt eine aufwendige Technik einsetzen. Man muss zum einen wissen, wo sich die Kamera befindet. Das heißt, man braucht so eine Art GPS-System für die Kamera, dass man weiß, wo sich die Kamera befindet und wo sie hinschaut. Und dann gibt es eine zweite virtuelle Kamera, die als digitaler Zwilling praktisch
das Hintergrund, die Hintergrundszene abfilmt. Und zwar genau in der gleichen Weise bewegt wie die Kamera im Vordergrund. Und dann muss ich die beiden Dinge zusammenfügen, dass die virtuelle Kamera und die reale Kamera praktisch gleichzeitig den Hintergrund bzw. das Gesamtgeschehen aufnehmen. Und dazu ist eine sogenannte Real-Time-Engine notwendig oder wird eingesetzt. Sie kennen das aus dem Gaming-Bereich. Der bekannteste Vertreter ist Fortnite. Das sind Rechner, die vor allem durch die Grafikkarten enorm leistungsfähig sind und in der Lage, für diese virtuelle Kamera fotorealistische Bilder zu rechnen und das auch noch in Echtzeit zu tun. Also die virtuelle Kamera ist ein Programmteil von dieser Realtime-Engine und berechnet die Bilder in Echtzeit, die wir auf dem Hintergrund darstellen. So, soweit so gut. Aber es gibt auch noch Herausforderungen. Ganz einfacher technischer Natur, zum Beispiel Synchronisation. Alle diese Geräte, LED-Wand, Game Engine, Kamera, Licht, die müssen alle zeitlich aufeinander abgestimmt sein. Wir müssen aufpassen, dass wir keine zeitlichen Verzögerungen haben. Die Game Engine braucht ja ein paar Millisekunden, um das Bild zu rechnen. Das heißt, es ist unbedingt erforderlich, dass das wirklich in geringster Verzögerung passiert, weil wenn der Hintergrund erst nachschwenkt, nachdem die Kamera schon den Schwenk abgeschlossen hat, dann erkennt der Zuschauer ja sofort, dass es sich hier um eine Schwindel handelt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Farbe zwischen dem Vordergrundgeschehen, das ja von realen Scheinwerfer beleuchtet ist, und dem Hintergrund, dass das farblich zusammenpasst. Wir müssen auch bei den Scheinwerfern darauf achten, es kann ja sein, dass der Schauspieler im Vordergrund einen Schatten auf den Hintergrund wirft. Der Schatten muss aber praktisch im Hintergrund neu gerechnet werden. Das heißt, wir brauchen auch einen digitalen Zwilling vom Scheinwerfer, der das gleiche Ergebnis in der Hintergrundszene liefert. Wir haben aber auch praktische Fragen. Wie schnell kann man so ein Set umbauen? Sie sagen, naja, ganz einfach, lade eine neue Szene in die LED-Wand hinein, in die Game Engine hinein und der Wechsel von einer Location zur nächsten hat stattgefunden. Aber es gibt ja trotzdem noch eine gewisse Menge an Setbau, an Requisiten. Das muss ja alles schnell umgebaut werden und man muss mit der Technik robust umgehen können. Wie sieht es denn mit den Requisiten aus? Wenn ich Requisiten habe, die einmal im Vordergrund aufgebaut sind und in der nächsten Szene vielleicht 2 Meter weiter hinten im Hintergrund stehen, dann brauche ich ja ein digitales Pendant zu den Requisiten, die sich dann auch von der bildlichen Erscheinung genauso verhalten müssen. Und dann ist die Frage, wir wollen ja eine Illusion erzeugen, dass der Zuschauer den Eindruck hat, die Szene spielt jetzt in dieser Umgebung. Wir wissen aber genau, wenn Sie näher an die Leinwand hingehen, dann können Sie die einzelnen Pixel hier sehen. Das heißt, wenn ich die Pixel sehen würde, dann bricht man die Illusion und der Zuschauer weiß sofort, das ist ja alles nur Fake. Das heißt, wir müssen auch, weil die Techniken natürlich Limitationen haben, wir müssen auch die Grenzen herausfinden und die in einer Art Produktionshandbuch niederschreiben, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wann wird die Illusion gebrochen, damit man sich eben in dem Rahmen bewegen kann. All diese Fragen sind noch nicht eindeutig beantwortet und vor allem nicht für den Produktionsalltag ausgereift. Bei The Mandalorian, wir hatten es ja auch schon 2-mal gehört, da standen Experten zur Verfügung, im Grunde genommen die besten Experten der Welt und ich sage mal auch nahezu unbegrenztes Budget, um das zu realisieren. Aber bei einer normalen Produktion kann man jetzt nicht die teuren Ingenieure einsetzen, sondern muss die Technik so robust und so ausgereift entwickeln, dass man sich über die Technik keinen Kopf zerbrechen muss. Und genau um diese Fragen geht es in unserem Projekt. Wie die Lösungen aussehen, dazu gibt es viele Ideen von den Ingenieuren, von den Technikern bei Bavaria, bei iLine Studios, bei ARRI. Wir wissen heute noch nicht, ob die Ideen aufgehen, aber wir wissen, die Zeit drängt. Uns kann nur funktionieren, wenn wir es als gemeinsame Aufgabe verstehen zwischen Setbau, Kamera, Licht und den virtuellen Daten
und uns zügig an die Arbeit machen. Unser Dank gilt dem Digitalministerium und Ihnen, Frau Ministerin Gerlach, dass Sie uns bei unserem ehrgeizigen Plan unterstützen und wir gemeinsam die Zukunft der Filmindustrie in Bayern und aus Bayern heraus gestalten dürfen. Vielen Dank. Ja, Dankeschön, Herr Dr. Steurer. Dann darf ich vielleicht Herrn Dr. Frankenhauser und die Ministerin nach vorne bitten und dann würde ich um Ihre Fragen bitten, so es denn welche gibt. Falls es Fachfragen gibt, wir haben von den Partnern diverse Herrschaften noch da, die auch für Fragen zur Verfügung stehen. Deswegen trotzdem natürlich jetzt die Frage, gibt es denn Fragen? Keine, das freut mich. Auch ein bisschen enttäuschend. Alle Fragen geklärt? Ich möchte, bevor wir die Fragen kommen, noch ein paar Worte zu den Studios sagen, zu den Interessen der Studios. Wir hatten jetzt am Anfang des Jahres ein großes Projekt hier vor Ort, die Zauberflöte, mit den großen Kulissen, wo wir in diesen Studios bis Spack an der Wand Szenarien aufgebaut haben, auch mit großartigen Umbauten während des Projektes. Ein Jahr zuvor Thomas Mann, auch ein großes Projekt. Würden wir das in 10 Jahren aufbauen, wird das nicht mehr so durchgeführt werden, wie wir es jetzt gemacht haben. Große Teile werden ersetzt durch LED-Wände und durch das Verfahren, was wir gerade vorgestellt haben. Das bringt natürlich auch eine große Komponente, das wird immer schnell vergessen, was Nachhaltigkeit angeht, Rohstoff, Ressourcenverbrauch und Dekobau, tut uns das richtig weh, wenn wir dieses wunderbare Set immer wieder abreißen müssen und dann zur Mülltonne gehen. All das wird eingespart. Es bringt auch eine hohe Planungssicherheit und eine Produktionssicherheit, weil wir halt genau just in time auch planen können, wann, wo, welche Szene mit welcher Wetterungsbedingung stattfindet. Und zwar im Studio vor der LED-Wand. Und es gibt auch zum späteren Zeitpunkt wesentlich mehr kreative Möglichkeiten, Sets anders zu bespielen, größer zu bespielen, auch wuchtiger zu bespielen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses Inselwissen von vielen Spezialisten, die es gibt, zu bündeln, zu kanalisieren in einem gemeinsamen Workflow mit den genialen Partnern hier vor Ort, das ist ARI, aber auch iLine, die ja auf dem Markt wirklich eine große Rolle spielen. Und wir sind schon seit einem halben Jahr, also ein bisschen länger schon dabei, unsere Aufgabenfelder zu gestalten. Und dabei geht es darum, wirklich diesen Workflow zu gestalten, weil in der Praxis wird ja häufig dieser Dekobau vergessen. Und dieser Dekobau wird noch eine wichtige Rolle spielen, denn eine LED-Wand ist eine LED-Wand. Aber was physikalisch davor steht, das ist unsere Aufgabe, dieses mit den virtuellen Elementen zu harmonisieren. Und das wird eine große Aufgabe werden, das zusammen mit dem Partner zu gestalten. Und was noch ein weiterer Vorteil ist, wir zentralisieren wesentlich mehr Elemente in einem Studio, anstatt auf Reisen zu gehen. Das heißt, auch die Kontrolle über die ganze Produktion wird mehr gegeben sein, es wird weniger Reisetätigkeiten sein. Für die Kreativen ist das eine wunderbare Situation, das Ergebnis gleich vor Ort zu sehen und vor allen Dingen auch, was nachher auch die Kostenkontrolle angeht, auch wesentlich besser steuern zu können. Und hier am Standort der Bavaria Studios, das sage ich nicht als Geschäftsführer der Bavaria Studios, haben wir die idealsten Voraussetzungen, diese Dinge auch durchzuführen, weil am Standort sind alle Partner vorhanden, wir haben den Dekobau vorhanden, sämtliche Infrastruktur, das ist ein USP, das kann ich auch sagen in ganz Deutschland. Auch alle anderen, die das halt letztendlich durchführen, haben nicht so viele Komponenten am Standort gebündelt wie hier. Bei der Bavaria. Und die laufenden Projekte, die es jetzt schon gibt, von denen man hört, die befinden sich in einer Art Prototyp-Niveau und wir wollen es versuchen, besser zu machen und da die Nase vorn zu haben. Und das ist unsere Aufgabe, die wir mit unserem Partner versuchen, in nächster Zeit anzugreifen. So, jetzt zu den Fragen. Dankeschön, Herr Bixschlag, Geschäftsführer Bavaria. Gibt es denn noch Fragen? Ich gucke mal in die Runde. Es scheint gut. Eine Frage, bitte? Gerne mit Mikro, damit dann hört man es besser. Mit Maske? Ja. Mit Maske?
Man hört es auch mit Maske, glaube ich. Es wurde ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass neue Arbeitsplätze hier entstehen und auch Spezialisten gefragt sind, die vielleicht bisher nicht so involviert waren. Gibt es denn auch Arbeitsplätze, die sich jetzt verändern und wegfallen, jetzt auf lange Sicht gesehen, die, wenn jetzt zunehmend so produziert wird? Ich gehe davon aus, dass es genau das Gegenteil ist. Es entstehen zusätzlich neue Berufsfelder, ne, die man tatsächlich noch etwas kreieren muss. Ne, da schaue ich auch mal Johannes an, dass wir von diesen Spezialisten wegkommen, sondern dass es wirklich eine Neuentwicklung gibt, die einfach diese Technologie beherrschen. Wir erweitern ja auch die Studios virtuell. Es ist ja nicht so, dass es weniger wird, sondern wir haben einfach mehr Möglichkeiten in einem Set, wo man früher 3 oder 4 Studios bespielt hat, auf einem Studio zu konzentrieren. Nach wie vor ist der Bedarf, was Personal in den Studios angeht, sehr hoch. Wir merken gerade auch in den letzten Jahren, dass es noch arg zugenommen hat. Und wir gehen auch davon aus, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Heißt nicht, dass wir uns freuen, Studios virtuell zu erweitern. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn man das baulich noch durchführen könnte. Wenn ich es kurz ergänzen darf, ich glaube, dass viele Arbeitsplätze aufgewertet werden, dass neue Aufgaben dazukommen. Wir versuchen natürlich auf der Technikentwicklungsseite das irgendwie einzuhausen, dass es nicht so komplex wird. Aber wenn ich mir die Aufgabe, also natürlich schaue ich mir das eher aus den technischen Gewerken rund um die Kamera und rund ums Licht an, ein Oberbeleuchter, ein Kameraassistent, der wird neue Aufgaben bekommen, aber es wird für ihn nicht langweiliger, sondern es wird spannender werden, weil einfach mehr Technik zu beherrschen ist. Also deswegen glaube ich, dass solche Berufe einfach aufgewertet werden, indem sie sich mit neuen Techniken auseinandersetzen müssen. Weitere Fragen? Eine Frage da hinten. Sie haben ja gesagt, es gibt viele Herausforderungen bei der ganzen Geschichte, aber können Sie so ganz grob eine Hausnummer sagen, wann Sie glauben, wann der erste Film in die Kinos kommt, der hier mit diesen LED-Leinwänden produziert wurde? Also wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, denken wir, dass wir im zweiten Abschnitt des nächsten Jahres vielleicht die ersten Produktionen in dem Verfahren laufen haben. Dann, wenn sie in den Kinos kommen, kann ich noch nicht genau sagen, aber das ist unsere Planung. Es gibt etliche Anfragen, in der Tat, ne, die da drauf schielen. Einige sehr, sehr konkret, einige weniger konkret, weil dieses Verfahren auch bei den Produzenten eigentlich nicht vorherrscht. Wir hatten schon im Vorfeld auch Produzenten mit eingebunden in der ganzen Diskussion und auch dieses Verfahren vorgestellt, weil ohne dem geht es halt nicht. Es wird maßgeblich auch was verändern in der ganzen Produktionsweise. Ja, also es gibt sehr viele interessierte Produzenten hier aus dem Münchner Raum, die sich dafür schon interessieren. Dann haben wir eine Frage bei Frau Wischel, Bayerischer Rundfunk. Mich würde interessieren, wie wir im internationalen Vergleich da im Moment dastehen mit dieser Technik. Kann ich vielleicht darauf antworten? Also Ari betreibt dieses Metier jetzt seit geraumer Zeit. Wir waren bei The Mandalorian bereits mit unserer Technik vertreten. Da sind unsere Kamera eingesetzt worden. Wir haben dort natürlich auch sehr viel gelernt, wo sozusagen die Schwierigkeiten sind. Also es ist ein neues Feld für alle. Das Erste, was man da machen muss, ist beobachten, wo die Herausforderungen sind und daran lernen. Und wie gesagt, eben bei der Mandalorian waren wir mit Kamera und Licht vertreten und haben da sehr viel gelernt, wie der Einsatz unserer Technik vonstatten geht. Ich kann aber sagen, wir haben auch durch das, dass wir eine neue Gruppe im Unternehmen gegründet haben, die Ari Global Solutions, einen Schwerpunkt darauf gesetzt, solche Studiobauten als Dienstleistung anzubieten. Und eine der Dienstleistungen, die wir bereits gemacht haben, ist in Babelsberg ein Studio für eine Netflix-Produktion aufzubauen, der Nachfolger von Dark. Das war dort mit der verfügbaren Technik. Das, was wir hier vorhaben, zusammen mit den Partnern, ist die Technik so auszureifen, dass sie wirklich praxistauglich ist und dass man alle die Erkenntnisse, die wir so im Laufe der Zeit gewonnen haben, dass wir die umsetzen in technische Lösungen, die eben vor allem die technische Komplexität für den Produzenten, für die Kollegen am Set
so einkapseln, dass sie damit robust und zuverlässig umgehen können. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe jetzt keine. Dann würde ich an der Stelle den offiziellen Teil beenden. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten.